Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play Resident Evil 2, wo ich gerade so ein bisschen überlegen war, ob der Tyrant jetzt hier in diesen Raum runterkommen kann oder nicht. Meine Vermutung ist nein, weil es ja ein Speicherraum ist, aber so ganz sicher war ich mir ehrlich gesagt nicht. Schon ein bisschen am Zweifeln gewesen eben. Und wir bewegen uns jetzt wahrscheinlich auf unseren ersten offiziellen Bosskampf in der Leon-Kampagne zu. Jetzt schaust du die Magnum, ist nicht sonderlich viel eigentlich. Ich gehe nämlich mal davon aus, das ist das Gebiet, wo wir mit Claire gegen Big Willy B angetreten sind. Da nämlich. Dass für Leon hier auch nicht weitergeht und hier unten ist auch nichts zu finden. Oder? Hier ist was zu finden. Ach, das war das hier, ja. Wenn ich das Stars-Emblem jetzt dabei hätte, dann könnten wir das direkt mitnehmen. Das Gute ist, dass wir das natürlich direkt holen können. Jetzt kommt der Kater angekrochen hier. Au, 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 au. Ha, ich habe die Kontrolle ein bisschen verloren. Dramatische Musik. Warum spielt da jetzt dramatische Musik? Wenn ja, die sind davon ausgegangen, dass ich jetzt hier einen Boss aktiviere, vermute ich mal. Aber so, wenn wir hier die Item-Truhe, dann können wir das Ding ja rausnehmen wieder. Wieder einklappen. Und schon haben wir das Abzeichen unten für die Truhe. Das würde ich natürlich im Zweifelsfall dann jetzt gleich nochmal wieder wegbringen. Wenn wir es denn überhaupt nochmal wieder rausnehmen können. Damit uns das keinen wertvollen Inventarplatz wegnimmt. Das heißt, wir haben jetzt hier gerade relativ viel stupides Hin- und Hergerenne. Ich habe auch gerade meine normalen Kopfhörer nicht zur Hand. Ich benutze gerade das Ersatzpaar. Da bin ich mir echt nicht sicher, ob ich das jetzt richtig rum aufhabe. Also wenn ich links und rechts verwechsle vom Ton her, dann liegt das daran, dass die Kopfhörer nicht richtig aufgesetzt sind. Langer Lauf für die Lightning Hawk. Gut, dass wir die im Inventar haben gerade. Und gleich damit ausstatten können. Mit 7 Schuss, mit Gasmechanik. Was ist denn jetzt? Ich Idiot hätte vielleicht vorher lesen sollen, was genau das Upgrade bringt. Ja, wenn ich das Stars-Medaillon hier jetzt wieder mitnehmen, aber das brauchen wir nicht mehr, das kann ich direkt wegwerfen dann. Haben wir zumindest einen Slot frei, das ist ja schon mal was. So, kann ich jetzt hier durch? Natürlich nicht. Das wäre ja auch zu einfach. So, die Handfeuerwaffe ist ausgerüstet. Dass für diesen Kampf jetzt so die beste Wahl ist, weiß ich nicht. Ich weiß auch gar nicht genau, welcher Kampf uns erwartet. Im theoretischen, klassischen B-Szenario war es William Birkin mit dem Eisenrohr, aber den hatten wir bei Claire im A-Szenario ja schon. Es ist Willy B mit dem Eisenrohr. Na denn. Mit Claire sind wir hier lang gerannt, weil wir Sherry verfolgt haben, ne? Und haben dabei anscheinend ein Item übersehen, oder zumindest hat Leon hier ein Item, was Claire nicht hatte. Ich weiß noch nicht wo. Kann natürlich auch einfach sein, dass der Gang hier mit diesem ganzen Raum zählt und da sind ja definitiv Items versteckt.
Wieder da unten kämpfen, denke ich. Und man hat mir den Tipp gegeben, in diesem Kampf soll das Messer ziemlich gut sein. Mal kurz gucken. Ich meine das Messer. So meine das Messer. Ist auch nicht schneller, ne? Dann haben wir auch die Shotgun ausgerüstet lassen. Ist er wirklich außer Reich? Da ist er ja. Oh mein Gott. Das müsste Leon doch theoretisch richtig scheiße wehtun. Scheiße. Diesen Ding lässt sich nicht wehtun. Es soll ja auch wehtun. Da ist das Auge. Keine andere Wahl. Ich muss ihn ausschalten. Was denkst du eigentlich, was ich gerade versuche? Okay, eine blöde Situation, aber Leon hat sie im Griff. So. Ja, okay, das war dämlich von mir, das gebe ich ganz offen zu. Also ich finde, man merkt den Unterschied zwischen leicht und normal schon extremst deutlich. Aber der hat mal ein Messer mitgenommen, ne? Also ich bedenke, was wir hier mit Claire für Probleme hatten. Gut, diesmal wussten wir, was wir zu erwarten hatten. Aber... Also es macht trotzdem, der Schwierigkeitsgrad macht einen enormen Unterschied. Jetzt hier noch die ganzen Goodies einsammeln. Ne, das Kräutler zum Beispiel. Oh, unser Messer ist weg, ne? Unser Messer ist weg. Ja, aber trotzdem, das lief doch sehr souverän. Ja, ich weiß. Schwierigkeitsgrad leicht. Spiel auf normal, du Affe. Auf normal haben wir es mit Claire durchgespielt. Jetzt, das gehen wir jetzt hier etwas entspannter an. Gut, wenn ich im Vorfeld gewusst hätte, dass der Unterschied so extrem ist, dann hätte ich es mir vielleicht zweimal überlegt, aber jetzt gibt es eh kein Zurück mehr. Außer ich spiele nochmal ganz von vorne und das meine ich nicht. Das meine ich nicht. Hier hinten war noch was, ne? Oh Gott. So viel Munition, wissen gar nicht, wohin damit. Und noch ein Heilkraut, das haben wir aber alles hier, ne? Jo. Okay, gut. Wo war die Leiter? Da ist die Leiter. Jemand beobachtet ihn also, ne? Ich habe eine ganz gute Vorstellung davon, wer dieser jemand wohl sein könnte. Wir kommen natürlich jetzt nicht zurück, das heißt,
Ich mache mal ein bisschen Platz für das Schießpulver. Gott, ist das traurig. Das war's auch noch. Noch nicht. Gut, dass man die so kombinieren kann. Ich habe keine Ahnung, ob wir jetzt hier gleich wieder eine Itembox haben. Wahrscheinlich schon, aber ich wollte jetzt halt auch nochmal sicher gehen und das alles mitnehmen. Was machen wir hiermit nochmal? Wir machen den Weg frei. Schlüssel und Hebel. Es gibt ja sowieso zwei Worte, die einen im Leben viele Türen öffnen werden. Drücken und ziehen. Okay, der war schlecht. Der war sowas von schlecht. 10 Schuss für die Shotgun. Eigentlich die beiden hier wegpacken und den nach da und das packen wir weg. Die Blendgranaten behalten wir mal. Das packen wir weg, die packen wir weg. Und schon haben wir wieder Platz im Inventar. Wer hätte das gedacht? Aber das Messer nehme ich mit. Das ist ein, nee, ich wollte gerade sagen, das ist ein sehr ramponiertes Messer, aber nein, das genaue Gegenteil ist ja der Fall. Und da kriegen wir die nächste Gürteltasche. Eine fehlt noch irgendwo. Eine finden wir noch. Speichern und weiter, ne? Ja, ich weiß, assistiert. Ich müsste die halbe Polizeistation nochmal spielen, wenn wir wieder auf normal umsteigen wollten. Wir gucken uns das einfach mal auf einfach an jetzt hier. Also, ich finde, so ein bisschen Entspannung haben wir uns auch noch verdient. Dass diese Leute nie nach hinten gucken. Und ich habe dieses Knurren gerade. Ich bin nicht der Einzige, der das Knurren gehört hat, oder? Da war definitiv ein Knurren zu hören. Wo zeigt sich der Kater hin? Im Original waren im Parkhaus, in der Tiefgarage ja auch Cerberi, ne? Okay, die Tür hier ist zu. Die Tür da ist zu. Na gut. Und ja, ich weiß, es ist ein Spiel, beweg dich mal ein bisschen schneller, aber das habe ich in diversen Videos schon mal erklärt. Ich versuche mich mal so ein bisschen auf die Atmosphäre und auf den Charakter einzulassen. Deswegen versuche ich eigentlich nach Möglichkeit auch immer nur, ob wir das aufmachen können, auch immer nur dann zu laufen, wenn es für den Charakter auch tatsächlich Sinn machen würde, jetzt an dieser Stelle zu laufen. Und das tut es für Leon tatsächlich jetzt gerade nicht. Ist da schon Gegenstand übersehen? Nein. Aber die Schlüsselkarte... Die haben wir leider auch nicht. Nicht ohne Karte. Oh oh. Das glaube ich einfach nicht. Runter von mir! Das war klar, aber wie kann man sich so überrumpeln lassen, ey? Wer ist da? Aufgepasst. Weg damit. FBI. Entschuldigung. Danke. Für die Hilfe.
Sehr kleiner Bastard. Überrascht mich, dass sie noch leben. FBI, was? Was geht hier vor sich? Bedauere, die Information ist streng geheim. Wo gehen Sie hin? Tun Sie sich einen Gefallen. Stellen Sie keine Fragen und verschwinden Sie von hier. Im Trenchcoat? Was ist denn mit Ihrem roten Abendkleid passiert? Ich habe noch nicht ausgeredet. So, das ist jetzt eine Situation, da macht es Sinn, jetzt erstmal hinter ihr hinterher zu rennen. Ich weiß ja, dass wir nochmal wiederkommen können dann. Aber Ada ist schnell. Oh, Entschuldigung, Spoiler. Das war Ada. Sonst irgendwas hier zum Mitnehmen anscheinend halt nicht. Nee. Na gut. Bist du ein Aufsteher? Eigentlich versucht sie mir in die Knie zu schießen. Damit er hinfällt, aber er hatte irgendwie andere Pläne. War er das? Nein. Doch, auch. Die sind aber auch echt was hartnäckig. Selbst auf einfach. So, nein, die Zellen, das, mit Claire waren wir gar nicht in den Zellen, ne? Da sind wir überhaupt mal durch die Tür durchgekommen? Da ist zu. Ich will da eigentlich gar nicht rein. Ja. Die Türen teste ich alle gar nicht erst. Oh Gott. Nein. Das erwarten die nicht wirklich von mir, oder? Hi. Hallo? Hey, ich glaub's ja nicht. Ein echter Mensch. Hallo, Mensch. Sind Sie hier schon lang? Lang genug. Sind nur noch wir am Leben? Nein, nein, gibt noch mehr von uns. Oh, gut zu hören, schätze ich. Ja. Es sei denn, Irons schickt Sie. Irons? Sie meinen Chief Irons? Ist er noch hier? Wen kümmert's? Hoffentlich hat jemand ihn schon verspeist. Was meinen Sie damit? Dieser Mistkerl hat mich ja eingesperrt. Bin sicher, er hatte einen Grund. Hatte er. Ich stand knapp davor, ihn auffliegen zu lassen. Ich hätte dasselbe getan, schätze ich. Was war das? Hey, wie wär's mit einem Deal? Befreien Sie mich und ich gebe Ihnen die. Gibt keinen anderen Weg aus der Tiefgarage, glauben Sie mir. Sorry, das geht nicht. Nicht ohne den Chief zu fragen. Hören Sie, wir beide müssen hier irgendwie raus. Entweder arbeiten wir zusammen und helfen uns, oder... Scheiße, es kommt. Was? Was kommt? Komm, komm, sag kein Arschloch, okay? Du brauchst sie! Lass mich verflucht nochmal hier raus! Wow. Oh mein Gott. Das war beeindruckend. Wer ist da? Ich bin's nur. Stecken Sie bitte das Ding weg. Ich weiß gar nicht, was passiert ist. Das ging alles so schnell. Ich sagte doch, Sie sollen abhauen. Sie wollen doch nicht enden wie Ben, oder? Sie kannten ihn? Er war ein Informant.
hatte Informationen für meine Untersuchung. Also hat er die Wahrheit gesagt. Hey, Sie können mir nicht immer weglaufen. Ich weiß nicht mal Ihren Namen. Ich bin Leon Kennedy. Finde einen Weg raus, Leon. Bevor es zu spät ist. Dann reden wir. Ich bin Ada. Ich schätze, das ist ein Deal. Oh nein. Um da ranzukommen, müssen wir doch definitiv die anderen Zellen öffnen. Aber das war... Das war eben schon eine relativ beeindruckende Leistung. Also von den Armen möchte ich mich eigentlich nicht packen lassen. Wie wir es am besten angehen, an seine Parkkarte zu kommen. Das klären wir dann allerdings in der nächsten Folge von Resident Evil 2. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann.